Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wie in der letzten Folge versprochen, werden wir heute die Insel hier abschließen. Ich hoffe es zumindest mal. Und dafür werden wir jetzt mal anfangen mit der Quest hier. Wie man Freunde findet. Empfohlene Stufe 21. Da würde ich sagen, schauen wir auch schon mal hin. Ich habe es mir schon markiert auf der Karte. Und ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich alles sehr, sehr freuen. So, jetzt würde ich sagen, genug gesabbelt, starten wir mal. Und wir haben schon wieder Kopfgeldjäger hier irgendwo. Gar nicht so weit weg. Ich hoffe mal, die lassen uns in Ruhe. So, schauen wir doch mal. Hier, Mädchen, wo sitzt du? Wir müssen erst die komischen Wölfe hier erledigen. Jetzt. Was macht ein kleines Mädchen in einer Tongrube? Oh, eine Söldnerin. Hallo Söldnerin, ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt. Du siehst nicht aus, als könntest du dir das leisten, ehrlich gesagt. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Schmutzstücke. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Okay. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns dann. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldnerin. Okay. Ah, die Lagune mit den Perlen. Okay. Da ist schon wieder ein Hai drinne. Mei. Ah, okay. Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Oh Gott, der ist bloß 15 Meter weg. Komm, dann legen wir gleich mal um. Schild hier. Gebe nicht auf, wenn du tot bist. Nein. Ah!
So. Die haben gekillt. Da sind wir Rang 7 erst. Wir müssten das eigentlich, damit wir hier weiterkommen, glaube ich, müssen wir die bestimmten Söldner erledigen. Damit wir im Rang aufsteigen. Jetzt aktuell Rang 7, Rang 8. Da war noch gar nichts. Rang 7. Wow. Okay. Kann ich die hier verfolgen? Verfolgen, könnte ich verfolgen. Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Das müssen wir extra machen, glaube ich, ein paar Folgen einlegen dafür, damit die hier im Söldnerrang steigen. Ja, was mache ich denn? So, okay, dann würde ich auch sagen, schauen wir mal weiter. Gehen wir gleich mal zu den Minen. Ich glaube, da waren wir schon mal, oder? Ist es vielleicht auch drin das Haus, wo wir den komischen Saft besorgen sollten? Schwein, das lassen wir in Ruhe. Okay, verlassene Mine. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Glänzenden Stein, okay. Boah, liegt hier seelisch. Schlangen hasse. Die sieht man immer so schlecht, die blöden Schlangen, aber die werden nicht erwischen. Da macht's richtig Aua. Die machen richtig Schaden. Schlange. Und gleich killen, bevor die uns wieder hier anknabbern wollen. Hier ist ein Schatz. Wahrscheinlich sind nur 5 Schlangen rum. Siehst du auch gar nicht. Die elendigen Viecher. Schau nicht, dass ich da wieder in der Schlange reintrete. Glänzende Steine sammeln. Ich habe keinen glänzenden Stein gefunden. Wunderpro ist da eine Schlange drin. Warte mal, machen wir gleich mal so. Geht nicht. Ah, okay. Oh, eine Schlange. Gehen wir hier mal durch. So, dann müssten wir noch einen.
Das war nicht schwer zu finden. Okay. Ich weiß gar nicht, wo sie noch hingeht. Hier auf jeden Fall noch Schlangen hier irgendwo. Zum Glück kriechen die uns nicht hinterher, die doofen Viecher. Okay. Dann würde ich sagen, gleich zur nächsten Location. Das ist bessere Ausrüstung. Ja, da schauen wir später nach. Da schauen wir später mal nach. Oh nee, das war das hier. Vielleicht kann ich hier den blöden Hai abschießen. Die Lagune, von der das Mädchen sprach. Ich wollte eigentlich nicht gegen den blöden Hai kämpfen. Hä, wo ist denn der Hai? Vielleicht drunter oder was? Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Okay, ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Nein, ich komme nicht raus. Ich hoffe, der Hai lässt mir mal in Ruhe. Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Okay. Sehr schön. Schatz plündern? Wo schon wieder? Waldhütte? Da ist ein Schatz. Den holen wir uns noch. Oh nee! Jedes Mal drücke ich diesen blöden Knopf.
sehr schön. So, erzähl den Schatz bitte, den Schatz bitte. So, jetzt komm her. Sehe hier niemanden außer uns. Was? Dumme Söldnerin. Siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Deine Freunde? Sie bestehen aus Ton. Wie können das deine Freunde sein? Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldnerin. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kind, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Boah, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön. Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Das gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldnerin. Du bist die Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kind. Ich wollte dir nicht das Herz brechen, auch wenn die Wahrheit gut für dich wäre. Armes kleines Kind. Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehr traurige Geschichte, aber, ja, hilft leider nicht. Schauen wir weiter, machen die... Okay, wir sind fertig, oder was? Ich habe gedacht, hier ist noch ein Fragezeichen oder so. Aber wir könnten den hier mal... Könnt uns das hier noch snacken? Dass unser Kopfgeld loswerden. Kein Bock schon wieder zu bezahlen. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Gut. Ein bisschen Holz mit. Das brauchen wir ja für unser Schiff dann. Habe ich den Angriff gar nicht drin. Den habe ich schon drin, aber hier unten. So, da ist der Schmied, den brauchen wir nicht.
Hier werden sie besonders wachsam sein. Okay, damit ist das Kopfgeld weg. Kriegsverräter verbrennen, Schatz plündern und einen Befehlshaber töten. Oh, schöne Rüstung. So, okay, dann holen wir uns, machen wir den Kriegsvorrat gleich. Ich weiß gar nicht, wo der Befehlshaber ist. Ja. Oh, fertig schon. Okay. Sehr schön. Dann könnten wir nochmal schauen, was wir an der Tafel dort haben. Ob hier noch was zu tun ist. Was haben wir da? Auftrag. Ja, das ist alles fürs Schiff. Zeitaufträge, glaube ich. Auftrag Führungskräfte. Neue Quest-Führungskräfte? Tötet den Anführer in der ganzen griechischen Welt. Okay. Haben wir jetzt hier was markiert bekommen auf der Karte? Ne, eigentlich nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine Art Nebenquest, die halt dann einfach mitläuft. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, wir sind fertig auf der Insel. Insel abgeschlossen. Sehr schön. Dann schauen wir doch gleich mal ins Questmenü, was wir dann als nächstes machen. Der Speer des Leonidas. Da brauchen wir noch Artefakte, 4 Stück, damit wir den vervollständigen können. Dazu brauchen wir Kultisten. Schauen wir mal auf die Karte, ob wir irgendwo noch welche aufgedeckt haben. Wir haben, glaube ich, noch mehrere aufgedeckt. Hier hinten, glaube ich, war irgendwo einer, oder? Hier, glaube ich, irgendwo war doch hier einer. Ja, genau, hier ist einer. Den könnten wir eigentlich machen. Wo war noch einer? Ah, da muss ich einzeln hier ran. Damit ich die sehe. Hier ist einer. Hier ist einer. Das hier wird auf dem Schiff sein. Ist nix. Und hier ist auch einer. Okay. Ich würde sagen, wir werden mal. Wenn wir hierher reisen. Dann könnten wir hier rüber gehen und auch gleich die Insel hier machen. Okay, Schnellreise. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Kultisten ein bisschen an. In dieser und nächster Folge, damit wir unseren Speer aufleveln können.
Oh, wir haben übrigens jetzt schon, ich habe geschaut, glaube ich, um die 25 Stunden Spielzeit. Ja, ich schätze mal, dass es ungefähr 60 Stunden wären. Damit wir das durchbekommen. Schauen wir doch mal, ob wir uns hier markieren können. Ah, da müssen wir rüberschwimmen, ey. Boah. 588 Meter, so weit ist es ja nicht. Da drüben ist der, okay. Nur mal schauen, ob wir vielleicht ein kleines Boot oder so bekommen. Damit wir da rüberschwimmen können. Greift unser Pferd. Aber wir könnten noch schnell schauen, ob wir uns noch verbessern können von der Ausrüstung. Ein bisschen was bekommen und ich glaube, dass der nicht einfach wird. Hier hätten wir 23er Kriegerschaden, schwere Klingenschaden. Ja, das haben wir einfach nicht. Attentatschaden, Giftschaden, Kriegerschaden. Ja, die wären schon besser. Das Problem ist, dass sie halt nicht meinem Spielstil zu dem passen. Eigentlich nichts dabei, was wo ich jetzt sage, boah, geil. Bogen Stufe 20, ja, auch nicht gerade so toll. Oh, Kriegerschaden, Schaden bei Tieren. Das ist hier die schwere Waffe. Giftschaden, Jägerschaden, ja, der wäre nicht schlecht. Speer, dann nehmen wir den mal. Noch was oder wie? Okay. Okay, lassen wir das mal so. Nein, ich komme schon nicht näher. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Ich brauche jetzt irgendwie ein Boot oder so. Oder ich schwimme darüber. Oh, Schwimmen ist schon heftig. Das Boot kann ich nicht nehmen, aber ich könnte das kleine Boot da hinten nehmen. Ach komm, ich schwimme rüber. So weit ist es ja auch nicht. Ich werde schon nicht gleich gefressen werden. Hoffe ich mal. Können wir nämlich gleich die Insel auch noch abschließen. Die ist eh nicht groß. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Schönes. Er wird wieder gut bewacht sein wahrscheinlich. Steinbruch von Salamis.
einfach mit klar. Dass der wieder extrem gut bewacht ist. Haben die irgendwie so ein Feuer oder so, was die entzünden können? Da ist er. Das wird nicht einfach. Die Gegend wird gut bewacht. Hier gibt es auch nichts zu verstecken. Ah, wir haben jetzt zweimal den. Eieiei. Wollen wir nochmal schauen. So wollte ich eigentlich nicht. Warte mal, da könnte ich mich eigentlich anschleichen. Ah, der ist schon down. Ich bin da drüben, Vorsicht! Du, halt! Okay, wir haben noch gar nichts gelöst. Okay, es läuft eigentlich bis jetzt. Okay.
ist schon wieder so einer. Ja, wie kann ich den denn für Schiff anheuern? Ich verstehe das nicht. Wer pfeift da? Neuer Söldner. Wo ist der? Wird das wieder Befehlshaber sein? Komm, jetzt decken wir uns gleich den da. Okay, dann brauchen wir noch bitte einmal Schatz und bitte einmal Ostragon-Rätsel. So, da ist der Schatz. Und wo ist das Ostragon-Rätsel? So, und dann ist Ostragon-Rätsel noch. Sehr schön. Und den Bereich auch abgeschlossen. Hier gibt es noch ein bisschen was. Und dann gehen wir gleich mal. Hier wird es auch noch was geben. Unentdeckter Ort. Dann gehen wir gleich mal dahin, weil das nicht weit weg ist. Wahrscheinlich irgendwie so ein Schatz oder sowas. Oh, und ein Fisch. Thank you.
noch ein Schatz, oder was? Tauchen wir schnell auf, sonst sehe ich das hier nicht. Das ist Rätsel. Das ist der Schatz, okay. Spatiaten, cool. Was haben wir da bekommen? Okay. Haben wir irgendwas für unsere Crew bekommen oder sowas? Für Schiff? Schauen wir uns gleich an, wenn wir aus dem Wasser draußen sind. So, schauen wir doch mal schnell. Schiff. Wir haben irgendwas bekommen hier. Ach, Aussehen ist es nur. Ja, aber schaut auf jeden Fall schon mal besser aus. Können wir hier noch was machen? Da brauchen wir über so viel Holz, gell? Hier könnte man was machen. Ausdauer der Ruderer, Regeneration der Ruderer. Was ist hier oben? Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall. Können wir mehr Feuer schießen. Okay. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier runter. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir unsere Rüstung gleich noch verbessern. Aber ja, eigentlich müssen wir warten, bis wir 22 sind. Damit wir die aktuelle Stufe haben. Salami. Ah, okay, das haben wir bloß im Ort entdeckt. Okay. Na, dann gehen wir gleich mal zum Schmied. Na, jetzt warten wir doch noch ab. Das sind wir eh bei 22 und dann können wir es dann abstufen. So, jetzt haben wir hier noch 3 Fragezeichen und dann wäre die Insel eh schon wieder durch. Auf so einer Insel könnte ich auch leben. Hier ist schön chillig. Guck mal, wahrscheinlich irgendwie so ein Wolfsbau oder sowas. Ein Grab. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Sehr schön. Gräber sind immer gut. Oh, ich hab kein Adrenalin mehr. Ich dreh durch. Das hilft nicht, ich muss sie sowieso wegklatschen. Alter,
Scheißen. Willst du mich verarschen? Na komm her. Du Schlingel. Ja, man legt sich besser nicht mit Cassandra an. Dann schauen wir doch mal, ob wir das lösen können. Das jetzt aufheben, oder? Ja, okay. So, dann schauen wir doch mal. Ja, blöd, dass man das nicht kaputt schlagen kann. Hier gibt es wieder wahrscheinlich Milliarden von Schlangen. Milliarden? Na, sag ich doch. Aber ich habe auch eine Fackel dabei. So, da vorne geht es anscheinend nicht durch. Irgendwo werden wir schon einen Weg finden. Ich muss auf die Dinge hier aufpassen, hier gibt es nämlich so Fallen. Ja, bläh. Jupp. Okay, da ist da praktisch der Shortcut dort hinten. Dann werden wir dann später durchkommen. Die antiken Seelen, oder was wir hier brauchen. Antike Seele ist übrigens dann ein Fähigkeitspunkt. Also immer mitnehmen, wenn ihr sowas seht, Leute. Geht ganz schön tief runter. Wie gesagt, ich mache es hier bloß ein bisschen langsamer, weil hier nämlich immer Schlangen auf dem Boden irgendwo rumeiern. Okay, hier muss ich schnell drüber rennen, denke ich mir. Meine Fresse! Elendiges Vieh! Vieh elendiges! Man darf das hier im Boden rumeiern und nicht hier. Aha! Meinst du, du bist cool oder was? Die spenden gut Leder, die wilden Viecher. Viecher! Oh, hier auch noch eine. Komm, wenn wir schon dabei sind. Gut, haben wir schon eine Schüli bekommen. Da ist auch noch eine. Oder ist schon tot? Sieht tot aus. Doppelt hält besser. Okay, dann müsste der Raum eigentlich sauber sein. Aber ich höre hier doch noch was, oder? Er müsste eigentlich fertig sein, der Raum. Okay, wir sind von dort gekommen, gehen hier weiter.
Das sind bestimmt schon wieder irgendwo Schlangen, oder? Okay, hier gibt es drei Wege. Okay, hier gehen wir nicht weiter. Gehen erstmal da drüben. Hier gibt es auch noch so eine Art Kammer. Wow! Alter! Stirb, du illeriges Vieh! Ja, was war jetzt hier drin? Gar nichts. Das ist bloß ein Fallenraum gewesen, oder was? Gibt's gar nichts hier drin. Nicht, nicht gibt hier. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Schlange. Diese Falle, die lassen wir mal aus. Die nehmen wir nicht mit. Jetzt könnten sie aber langsam mal hier meine Seele geben. Die Antike. Hey, verläufst du dich hier drinne? Geht's wieder komplett hoch, oder was? Okay, geht's runter? Ah, hier ist der Shortcut. Alles klar. Oder? Doch nicht. Wahrscheinlich, dass ich irgendwas wegschieben kann hier. Hier hätte ich schon wieder Schlangen. Okay, wegschieben kann ich hier aktuell nichts. Aber unten höre ich Schlangen. Ah, da ist der Stein, okay. Wahrscheinlich werden uns jetzt hier die Monsterschlange anspringen. Ah, da ist der Shorty. Sehr schön. Obwohl ich das doch nicht spiele. Das ist der Shortcut, genau. Okay.
Sehr schön, da haben wir einen Punkt mehr. Schau doch mal schnell auf die Ausrüstung. Oh, 22 erst. Kriegerschaden, Dolchschaden. Krieger, ja, der wäre natürlich nice. Aber den haben wir bald. Dann haben wir wieder Hose bekommen. Ein 21er, das ist aber schlechter. Krieger und Jägerschaden, der wäre nicht schlecht. Aber mit Bogen sind wir eigentlich auch nicht so viel unterwegs. Wir sind eigentlich eher auf Attentäter. 9% Kriegerschaden. 9%, hier haben wir noch kritischen Schaden bei niedriger Gesundheit. Schwierig. Oh. Alle Pfeile durchschlagen Schilde. Athena hält. Satz. Geil. Und die mal. Jetzt kommen wir. Tun jetzt mal den hier ausrüsten. Als Zweitwaffe. Dann haben wir eine schnelle Waffe und ein bisschen langsamer. Die ein bisschen mehr Schaden macht. Okay, dann schieben wir mal den Ding hier weg. Und wir müssen da unten ganz schnell durch. Okay, von wo sind wir gekommen? Ich glaube von hier, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Müssten wir eigentlich hier richtig sein. Ja, hier sind Schlangenleichen. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Hier greife ich an, wenn sie mich in einem Sperrgebiet sehen. Okay. Sehr schön, Leute. Gut, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Fragezeichen. Das ist hier unten. Na los. Oh, wieder so eine Burg. Jawohl, ist nicht groß. Könnten wir nicht gut meistern. Wer bist du? Na, komm her. Dann zeige ich dir gleich, wer ich bin. Best.
Okay. Puh, ist gewöhnungsbedürftig die Waffe. Söldnergürtel. Haben wir noch was? Antike Tafel finden. Sehr schön. Und das Gebiet auch abgeschlossen. Okidoki. Und dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Wollt mal schauen, können wir skillen? Können wir irgendwas Schönes machen? Ne, das wollte ich nicht. Der, glaube ich, wäre nicht schlecht. Ah, Stufe 5 erst. Brauchen überall Stufe 5. Vorher können wir hier nichts, aber gar nichts machen. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen. Okay, dann sind hier noch 170 Meter. Ich gehe gleich da unten. Tempel Athena, okay. Müssen wir eigentlich durch sein? Hier auf die Insel. Schauen wir uns ein bisschen hier um. Da gibt es noch was Schicket. Irgendwie einen Löwen hier. Geil, geile Aussicht. Cool gemacht hier. Okay Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle noch einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Vielleicht der nächste Kultist oder so. Müssen wir mal schauen in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Es reimt sich sogar. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.